Yo, Freunde, was geht? Hier ist euer Johnny Hunt. Ich habe ein riesen Paket bekommen. Okay, so riesig ist es nicht, aber es ist sehr lang. Zieht euch das rein. Ich kann es kaum erwarten, das auszupacken, denn da drin befindet sich ein Samurai-Schwert. Aber bevor wir es gleich aufmachen, gehen erstmal liebe Grüße raus an Jay Lifehacker, Lays, BenTV, Kingsy und StevieGamer86. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, dann lasst einfach einen netten Kommentar und vielleicht seid ihr beim nächsten Mal dabei. Okay, ich habe mal die Location gewechselt, weil das Paket ist einfach so lang und ich krieg's sonst nicht anders auf die Kamera drauf. So viele von euch haben immer geschrieben, bestell dir mal ein Samurai-Schwert, bestell dir mal eine Katana. Und ich hatte mir schon mal ein Samurai-Schwert bestellt, aber leider war das nicht scharf. Jetzt habe ich mir ein neues bestellt. In der Beschreibung auf Amazon stand sogar, dass das handgeschmiedet ist, aber das kann ich gar nicht glauben, weil es hat nur 129 Euro oder sowas um den Dreh gekostet. Ich bin mal gespannt, wie es gleich aussehen wird, wie es so qualitativ ist und ob es dieses Mal scharf ist. Das wäre auf jeden Fall ultra geil. Und ich würde mal sagen, ich mache es einfach auf mit meinem Lieblingsmesser. Link zum Messer und zum Samurai-Schwert ist in der Beschreibung. Wow, also die Verpackung sieht auf jeden Fall schon mal geil aus. Hier ist noch so ein Teil dabei, da steht drauf John Lee, also das ist wohl die Marke von dem Schwert. Oder der Typ, der das geschmiedet hat. Nochmal zwei Flyer und holen wir es mal raus. Das hat eine richtig geile Box. Schaut euch das an. Das sieht auf jeden Fall sehr asiatisch aus. Richtig geile Box kriegt man hier geliefert. Zieht euch das rein. Ein richtig geiles Design. Kann man hier auch tragen, wie es aussieht. Nicht schlecht. Machen wir sie mal auf. Ach, ist hier vorne verschlossen. Hat noch zwei Verschlüsse. Nice. Ich habe mich schon gewundert, wieso das hält, wenn man die trägt. Und hier haben wir nochmal zweimal Styropor, damit ja nichts passiert. Nochmal eine Karte, nochmal ein Flyer, nochmal so ein Teil. Und hier haben wir das Samurai-Schwert. Da steht auch nochmal John Lee drauf. Und es ist in so einem Stoff eingewickelt. Ich hole es mal raus und ich bin schon so gespannt, wie es aussieht, Freunde. Komm schon, komm raus. Und was haben wir da? Tada! Erstmal abfilmen. So, Freunde, ich bin schon mal rausgegangen. Packen wir das Samurai-Schwert nochmal aus. Es sieht auf jeden Fall von außen auf den ersten Blick richtig geil aus. Ich werde es gleich rausholen und ich habe auch schon geguckt, ob die Klinge scharf ist. Und hoppla, die Klinge ist scharf. Auf jeden Fall richtig geil. Ich glaube, das ist Edelstahl, aber sieht auf jeden Fall nice aus für 129 Euro oder wie teuer das auch mal war. Kann ich mich da eher weniger beschweren. Der Griff hier ist auch total geil. Ist so ein Stoff und dann hier nochmal solche Quadrate ausgeschnitten. Richtig nice. Ich bin schon gespannt, wie scharf es ist und was wir damit alles durchschneiden können. Und ich würde mal sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten Experiment. Bam! So, als erstes werde ich eine ganz normale Plastikflasche durchschneiden. Ich glaube, das wird kein Problem für das Samurai-Schwert werden, aber werden wir gleich sehen. Ansonsten wird das bestimmt eine nice Slow-Motion-Aufnahme geben. Eins, zwei. Nice. Also wie erwartet ging das durch wie Butter. Wenn ich mal 10 Flaschen hintereinander aufstellen soll und dann schauen soll, durch wie viele Flaschen das Samurai-Schwert kommt, dann lasst einen Daumen hoch da, dann werde ich das mal tun. Und jetzt werden wir mal versuchen, eine harte Flasche durchzuschneiden. Die Machete hat es ja nicht geschafft. Mal schauen, wie es mit dem Samurai-Schwert aussehen wird. Rudolf-Quelle. Yeah, spritzig. Ist übrigens Regenwasser da drin. 3, 2, 1... Wow, das hätte ich nicht gedacht. Das Samurai-Schwert ist ohne Probleme durch die harte Plastikflasche gekommen. Die Machete hat es ja gar nicht geschafft gehabt, aber hier einfach wie Butter, als wäre das nichts. Als nächstes habe ich noch ein paar Dosen Papa Shisha übrig. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ich bin schon gespannt, durch wie viele Dosen das am Reichwert kommen wird. Ihr könnt gerne euren Tipp in die Kommentare schreiben. 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Ich schätze mal, das am Reichwert wird durch 4 Dosen kommen. Aber mal schauen. Los geht's. Oh mein Gott, Freunde, das war so mega geil. Das hat so viel Spaß gemacht. Schaut euch das an. Die Dosen sind bis da hinten auf diese Bank geflogen. Alles schön sauber durchgeschnitten. Richtig geil. Also das macht so viel Spaß, mit dem Samurai-Schwert Sachen durchzuschneiden. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Richtig nice. Geile Sache. Machen wir weiter. Als nächstes ist dieser schöne Apfel dran. Also ganz ehrlich, Freunde, das wird kein Problem für das Samurai-Schwert sein. Aber ich denke, das wird eine richtig schöne Aufnahme geben. Hallo Stiel. Rumpelstielchen. Ich hoffe, ich treffe überhaupt den Apfel. Mal schauen. Auf jeden Fall ein schöner Schnitt. Ich glaube, besser hätte man das nicht machen können. Jetzt hat der Apfel einen Deckel, der nicht passt. Okay, kurze Pause. Übrigens habe ich mir eine neue Pistole gegönnt und ich wollte einfach mal fragen, was ihr davon haltet. Hier ist sie und ich schieße auch direkt mal einen Testschuss. Schaut euch das an. Zieht euch das rein. Ist das nicht nice? Zu viele Seifenblasen. Meint ihr, damit kann man eine Bank überfallen? Link dazu ist übrigens auch in der Beschreibung. Keine Sorge, habe ich mir nicht wirklich gekauft. Ist von meiner Nichte, die ist gerade zu Besuch da und hat sie mitgebracht. Aber auf jeden Fall ein schönes Spielzeug. Als nächstes ist diese vergammelte Banane dran. Manche Leute lieben ja es, wenn die Banane so braun ist, aber mir schmeckt sie dann überhaupt nicht. Aber ich werde sie nicht ganz normal durchschneiden, sondern ich werde das Samurai-Schwert hinlegen und sie von oben drauf fallen lassen und mal schauen, ob das einen Durchschnitt gibt. Hops! Das war nix. Oh, da war die Schale der Banane wohl zu dick. Es hat nicht ganz geklappt. Naja, dann werden wir sie eben durchschneiden. Das war easy. Freunde, habt ihr schon mal so eine dicke Melone gesehen? Also vergleicht das mal mit meiner Hand. Die ist extrem groß und sehr lang. Ich werde jetzt versuchen, die von rechts nach links so komplett einmal durchzuschneiden. Das wird auf jeden Fall spannend, ob das klappen wird. Und ich wünsche mir, dass die Hälfte auf der anderen Hälfte dann liegen bleibt. Also, dass man die Melone danach noch ganz normal verzehren kann. Und ich würde mal sagen, lasst es uns tun. Oh ja! Okay, Freunde, wir brauchen epische Musik. Hey, ich habe epische Musik gesagt und keine Kindermusik. Okay, Freunde, mit epischer Musik geht es jetzt los. Ja, schade, die eine Hälfte ist runtergefallen, aber die andere Hälfte kann ich noch essen. Und wenn ihr denkt, das war's schon, dann habt ihr euch geschnitten, wie ich gerade die Melone mit dem Samurai-Schwert, denn es geht noch weiter. Zieht euch mal diese nice Raupe rein. Keine Ahnung, zu was die sich entwickeln wird, zu welchem Falter, aber so eine schöne Raupe habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Sieht echt abgespaced aus. Krass. Falls jemand weiß, was das für eine Raupe ist, schreibt's mir mal in die Kommentare. Tschüss. Okay, Freunde, eine Sache habe ich noch für euch. Und zwar könnt ihr euch sicherlich an das China-Smartphone erinnern. Ich habe ja damit schon Experimente gemacht und es wurde schon zerstört. Also es funktioniert nicht mehr. Und jetzt haue ich da nochmal mit dem Samurai-Schwert drauf. Mal schauen, wie es danach aussehen wird. Los geht's. Ja, so viel ist mit dem Smartphone gar nicht passiert, aber man sieht, dass es auf jeden Fall einen Knick in der Optik nun hat. Seht ihr das hier? Und das Display hat nochmal einen Schnitt bekommen.
Ansonsten, Freunde, muss ich gleich erstmal aufräumen und danach mein Samurai-Schwert sauber machen, denn das ist auch ein richtig cooler Dekorationsartikel. Also, das sieht echt richtig geil aus und es macht wirklich sehr viel Spaß, damit Sachen durchzuschneiden. Ich hoffe, das Experiment mit dem Samurai-Schwert hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, falls ihr es noch nicht getan habt, und vielleicht werde ich noch eine Folge machen. Mal schauen. Ich hoffe, das Video war nicht zu lange für euch und nicht zu langweilig. Wir sehen uns. Hier könnt ihr euch noch ein cooles Video anschauen. Hier auch. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich hab euch lieb, Freunde. Tschüss, euer Johnny Hunt.